Mumbi, Echtleder Flipcase für das iPhone 5, so nennt sich diese wunderbare Tasche, gibt es für ungefähr 14 Euro bei Amazon käuflich zu erwerben. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Und ja, wie der Name des Artikels schon beschreibt, ist die Tasche aus echtem Leder. Auch an der Qualität habe ich selbst nichts auszusetzen. Es riecht oder stinkt nicht irgendwie nach billigem Kleber oder dergleichen, sondern wenn, dann riecht es wirklich nach dem Leder. Ja, und von der Verarbeitung her, von den Nähten her, von der Qualität des Leders selbst gibt es überhaupt gar nichts zu bemängeln. Für den Preis ist die Tasche da wirklich sehr gut. Interessant ist auch, dass unten die Anschlüsse frei liegen, das heißt, Kopfhörer und Lightning-Kabel kann man, auch wenn das iPhone 5 in dieser Hülle steckt, ganz einfach nutzen, ohne die Klappe unten aufschlagen zu müssen. Das iPhone selbst wird in der Form in der Tasche befestigt, dass es in einem Kunststoffrahmen oben und unten einfach eingehakt wird. Das hält auch relativ fest, ist relativ stabil, da braucht man keine Angst haben, dass das iPhone rausfallen könnte. Ja, die Tasten sind sehr, sehr gut zu erreichen, weil die freiliegend sind, weil diese Kunststoffschale einfach nicht um die Tasten herum geht. Das iPhone ist dann auch bei geöffneter Klappe natürlich nicht so gut geschützt, aber wenn die Klappe entsprechend geschlossen ist, ist das iPhone wirklich sehr gut geschützt. Ich denke, dass wenn es wirklich runterfällt auf Steinboden, dass an dem Gerät nicht wirklich viel beschädigt werden kann. Weiterhin ist interessant, dass alle Anschlüsse und auch gerade die Tasten an der Geräteseite, das heißt die Mute-Taste, die lauten Leise-Tasten, immer noch erreichbar sind, wenn sich das Gerät in der geschlossenen Tasche befindet. Der Taschendeckel wird durch einen relativ starken Magneten an der Oberseite festgehalten und das funktioniert auch relativ zuverlässig. Da habe ich keine Bedenken, dass die Tasche unterwegs sich von alleine öffnen wird. Ja, wenn euch dieser Test, dieses Review gefallen hat, dann bestellt die Tasche über den Link in der Beschreibung zu dem Video. Und wenn ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen habt, gebt einfach einen Kommentar ab. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ciao!